Seitdem ich euch schon im letzten Jahr aufgeschlüsselt habe, wie viel The Sims 4 mit all seinen Packs kostet, sind einige dazugekommen. In diesem Video möchte ich euch den aktualisierten Betrag, den EA für alle Packs haben möchte, zusammenrechnen und diesen in Relation zu The Sims 3 und 2 stellen. EA ist nicht gerade dafür bekannt, spottbillige Spiele ohne Erweiterung zu veröffentlichen. Da man schnell den Überblick verlieren kann, wie viel die insgesamt 11 Erweiterungen, 10 Gameplay-Packs, 18 Accessoire-Packs und 9 Sets überhaupt kosten, habe ich meinen Taschenrechner gezückt und alle Preise zusammengerechnet. Bevor ich euch meine Rechnung vorstelle, könnt ihr mir natürlich ebenfalls gerne eure Schätzung in die Kommentare schreiben. Die Rechnung hierfür ist denkbar einfach. An sich müssen nur die Anzahl der Packs, also beispielsweise die 11 Erweiterungen mit dem Packpreis, in dem Fall 40 Euro multipliziert werden. So kommen wir bei den Erweiterungspacks auf 440 Euro, den Gameplay-Packs auf 200, Accessoire-Packs auf 180 und Sets, die neueste Pack-Kategorie, auf immerhin 45 Euro. Zusammengerechnet landen wir insgesamt also bei 865 Euro. Wenn wir noch 40 Euro für das Basisspiel verrechnen wollen, kommen wir auf insgesamt 905 Euro. Im Vergleich zum letzten Video, welches am 12. Juni 2020 veröffentlicht wurde, sind Packs im Wert von 185 Euro dazugekommen. Wann wir wohl die 1000 Euro knacken werden, so lange sollte das wohl nicht mehr dauern. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Kostenverteilung der Packs auf die Jahre 2015 bis 2021 aussieht, fällt auf, dass diese pro Jahr relativ ausgeglichen ist. Der Durchschnitt liegt hier bei 123 Euro pro Jahr, wo nur das Jahr 2015 mit 160 Euro krass abweicht. Das hätte ich an dieser Stelle gar nicht gedacht, da sich für mich manche Jahre deutlich teurer angefühlt haben als andere. Besonders, dass das erste Jahr das teuerste war, kam für mich unerwartet. Vermutlich kommt das aber auch daher, dass dieses schon sehr lange her ist und ich mich an die Zeit mit 4 Accessoire-Packs in einem Jahr nicht mehr sehr gut erinnern kann. Als letztes habe ich ebenfalls die Kosten von The Sims 3 und 2 ausgerechnet. Hierbei kommt The Sims 3 mit seinen 11 Erweiterungen à 40 und 9 Accessoire-Packs à 20 Euro auf insgesamt 620. Und The Sims 2 mit 8 Erweiterungen à 30 sowie 10 Accessoire-Packs à 20 Euro auf 440 Euro insgesamt. Zu Zeiten von The Sims 2 kosteten die Erweiterungen noch 10 Euro weniger und waren damit auch relativ nah an den Accessoire-Packs, was ich persönlich sogar relativ unverhältnismäßig finde. Für nur 10 Euro mehr bekommt man an der Stelle nämlich deutlich mehr Inhalt als beim Accessoire-Pack. Interessant aber, dass Sims von Teil zu Teil immer teurer geworden ist. Wenn ihr ein Pack nach Wahl gewinnen wollt, schaut in der Beschreibung bei Instant Gaming vorbei. Hier läuft noch bis zum 31. Dezember ein weihnachtliches Gewinnspiel. Außerdem findet ihr hier ebenfalls den Link zur neuesten Folge Sim gehört, in der ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de einen kleinen Jahresrückblick zusammengestellt und mit ihm über das Jahr 2021 bei den Sims geredet habe. Hättet ihr mit diesem Betrag gerechnet? Und wie könnte sich der Preis eurer Schätzung nach für The Sims 5 entwickeln? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.